Hallihallo, hier ist wieder die Heißluftfee. Und ganz liebe Grüße an Dagmar und Claudia, die unter meinem Post unter meinem Video geschrieben haben, dass sie sich mal wünschen, dass ich ihnen zeige, wie ich Pizza in der Princess mache. Und in diesem Video mache ich die Pizza selber, heißt den Pizzateig und das Belegen. Und ich mache noch ein Video für die ganz Schnellen, dass wir zeigen können, wie die tiefgefrorene Pizza schnell mal in die Princess geschmissen werden kann. Aber hier jetzt erstmal ein Video, wie wir den Teig machen und wie wir sie danach belegen, obwohl das ja jeder nach Herzenslust dann selber machen kann. Mein Teig besteht aus 300 Gramm Mehl, eine Packung Trockenhefe, 160-170 Milliliter Wasser, 3 Esslöffel Olivenöl, halben Esslöffel Salz, und zerknete das ein bisschen und ich mache auch vielleicht wieder ein bisschen Chiliöl dran. So ein, zwei Tropfen, ganz leicht. Und das verkneten wir dann erstmal. Ich benutze heute mal nicht meine Ambiano, weil die nicht jeder zu Hause hat, sondern nehme die Knethaken und meine Hände dazu und lasse euch so ein bisschen dran teilhaben. Ich mache jetzt erstmal in das Mehl die Trockenhefe rein. So einen knappen halben Teelöffel Salz. Also ein bisschen vermischen, dass die Hefe so ein bisschen mit im Mehl verschwindet. So. Dann nehmen wir gute 3 Esslöffel Olivenöl. Sehr gut abtropfen und dann noch von dem Chiliöl so ein, zwei, drei Tropfen hoch und das vermuseln wir jetzt mal so ein bisschen. Machen das Wasser dazu. Wenn das so ein bisschen angedickt ist, knete ich es auch mit der Hand weiter. Man merkt schon, dass es jetzt greift. Und ich denke, ich mache jetzt mit der Hand weiter. Das sieht schon gut aus. Also die Hände sind natürlich gewaschen. So. Muss ich doch glatt noch mal das Mehl dazu holen. So, das machen wir ein bisschen zur Seite. Tück, 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 tück. Bisschen was in die Hände. So, und jetzt lassen wir den so ungefähr eine halbe Stunde, Stunde gehen. Lieber eine Stunde. Ist wieder Zeit für mich, um mit dem Hund zu gehen. Packen wir jetzt hier rein. Und machen ein Tuch drüber, stellen ihn in der Nähe von der Heizung, nicht unbedingt oben drauf, aber nebenan. Und ich schalte mich nachher wieder mit euch ein, wenn der Hund draußen war. Bis nachher. Ciao, ciao. So ihr Lieben, die Hunderunde haben wir hinter uns und eben nochmal schnell eine Tasse Kaffee getrunken. Ich habe den Teig jetzt rausgenommen, habe ihn geteilt
Und denke mal, so zwei gute Pizzen kriegt man damit hin. Wenn man ganz dünnen Boden mag, bestimmt auch drei. Wir lassen ihn ein bisschen dicker, weil ich ja auch nicht weiß, wie es sich in der Princess verhält. Ich habe also auch noch keine Pizza da drin gemacht, zumindest keinen selbstgemachten Teig. Eine tiefgefrorene habe ich auch schon mal gemacht, zeige ich euch auch noch in einem anderen Video. Aber hier ist ja jetzt frischer Teig, der ja auch beweglich ist und weich ist. Wenn ich da jetzt viel belege, viel Käse oder auch Wurst oder Soße drauf mache, lasse ich den Boden ruhig ein bisschen dicker. Ich habe den jetzt so ein bisschen ausgebreitet hier und den rollen wir jetzt, habe ein bisschen Mehl drunter gemacht und den rollen wir jetzt so ein bisschen aus. Ist jetzt ein bisschen eng hier mit der Princess, aber ich möchte ja auch, dass ihr es gut sehen könnt. Ich habe mir hier so eine Form gemacht. Das müsste eigentlich so ungefähr reichen. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Nehmen wir jetzt ein Messerchen und ziehen hier einmal rum. Diese Größe ist optimal von meinem tiefen Teller für die Princess. Das müsst ihr mal selber ausprobieren, was bei euch so gut hinkommt. Bei mir passte dieser tiefe Teller recht gut. Und den lege ich mir jetzt auf einen Tortenunterboden. Ich habe hier so mit Mehl schon eingerieben. Da ist eigentlich sonst ein Rand drum, ein Springrand. Den habe ich jetzt dafür genommen. Der passt dort optimal rein. Ist ein bisschen größer wie jetzt der Pizzaboden. Weil wenn ich ihn jetzt hochnehme, zieht sich der Pizzaboden auch noch ein wenig. Und es soll ja nicht groß überlappen, wenn es irgendwie möglich ist. So. Jetzt verteilen wir das hier richtig schön drauf. Ich würde jetzt den Boden 2 Minuten schon mal reinmachen, damit er einfach schon mal angart, damit die Soße nicht komplett im Teig verschwindet. Also, ich gehe mal ganz schnell mit einem Lappen hier drüber und hole euch gleich dazu. So, jetzt machen wir die Pizza so, wie sie ist, hier einmal rein. Ich habe mir jetzt so ein Gestell gebaut. Man könnte es auch, denke ich mal, dort unten in den Garkorb reinlegen. Ich könnte das auch so machen. Ich zeige es erstmal mit diesem hier, weil ich denke, ich kann danach die Pizza besser wieder rausholen. Oder man legt diesen Boden ganz unten in den Garkorb rein. Ich mache ihn hier oben drauf, aber es kippelt auch. Ich mache den raus. Quatsch, wir machen das so, legen es so rein und garen ihn mal 2 Minuten vor. Bei 180 Grad. 180 und nur 2 Minuten und in der Zeit, hoch ein wieder hoch, in der Zeit zeige ich euch, wie ich die passierten Tomaten, die Soße, die Tomatensoße, wie ich die würze und hole da schon mal alle Gewürze zu her und an. Bis gleich. So, ich habe jetzt einmal passierte Tomaten, da sind 500 Gramm drin. Ich mache da mal so Pi mal Auge die Hälfte von rein. Oh, bisschen noch. Weil so viel Pizza machen wir nicht. Wir machen hier keine ganzen Bleche, sondern nur so ein bisschen. Und eine Knoblauchzehe drücken wir da jetzt noch mit rein. Eine Prise Zucker, nur eine Prise, ein bisschen Salz, dann nehme ich jetzt wieder unser schönes Bärlauchsalz, das ein bisschen gewürzt ist, wir nehmen ein bisschen Pfeffer, da kann gut was rein, Oregano, das
bei Pizza ja immer recht wichtig. Kann auch Kräuter der Provence nehmen. Wir persönlich mögen auch ganz gern ein bisschen scharfe Paprika. Und ich mache gern Kurkuma rein. Das ist aber Geschmackssache, wie ihr das jetzt würzt. Guckt, was euch gern schmeckt, was ihr gerne mögt. Und natürlich wir wieder unser gutes Chiliöl. Mein Mann mag es halt, wie gesagt, ein bisschen schärfer. Und ein bisschen was von unserem Olivenöl. Nur ein Spritzer. Wir vermengen das gut. So, jetzt fängt sie erst an zu runterzuzählen, die 2 Minuten, da sie ja erstmal vorheizen musste. Und das sieht recht gut aus. Ich hole mir mal einen kleinen Löffel, um zu probieren. Boah, ist nicht schlecht. Ganz klar ein bisschen mehr Salz kann ran. Damit bestreichen wir das gleich und ich gucke mal, wie wir die Pizza jetzt noch belegen wollen. Guck mal nach, ob ich ein bisschen Salami finde und ein bisschen Streukäse oben drüber. Ich mache sie hier mal jetzt ganz einfach. Ihr könnt ja natürlich variieren, wie ihr mögt, ob ihr da jetzt Kochschinken drauf legt und noch ein bisschen Ananas und das mit Käse überbackt, wie eine Pizza Hawaii, oder ob ihr Spinat drauf macht oder Rucola-Salat mit schönen Schinken. Das ist ja Geschmackssache. Ich hole jetzt gleich mal eine Salami dazu, mache ein paar Scheiben davon ab und einfach Käse. Ganz simpel und einfach. Und hole euch gleich wieder mal dazu. Die 2 Minuten sind rum. Ich habe schon mal Salami vorgeschnitten und zeige euch jetzt mal, wie das hier drin ausschaut. Das sieht gut aus. Und ich hole das jetzt erst gar nicht weiter raus und ich belege das jetzt hier drin. Natürlich, wie ich gesagt habe, mit der guten Mettwurst. Und den Käse einfach nur. Dadurch, dass wir es jetzt ein bisschen vorgegart haben, saugt sich die Soße nicht ganz so in den Teig ein. Natürlich ein bisschen aufpassen, wenn man die hier jetzt so ein bisschen verteilt, dass wir nicht an den heißen Rand kommen. So. Und jetzt einfach unsere leckere Salami da drauf. So, eine zum Naschen. Und Käse. Kann auch ein bisschen Oregano drauf machen. Oder ich mache jetzt mal. Kräuter der Provence noch drüber. Und dann den Käse. Käse ist immer lecker. Da kann man ja jetzt auch variieren. Fettfreieren nehmen. Oder ob man Gouda oder Emmentaler lieber mag. Das ist alles Geschmackssache. Probiert euch aus. Guckt, was euch schmeckt. Und wieder rein. Und ich würde jetzt nur noch 5 Minuten machen, weil der Teig sah echt schon soweit ganz gut aus. Normal sagt man so zwischen 8 und 10 Minuten die Pizza. Wir haben ihn 2 Minuten vorgehen lassen. Und mache jetzt 180 Grad. 5 Minuten. Wenn sie dann noch braucht, machen wir es halt nochmal an. Okay, ihr Lieben. Die gute Mettwurst packen wir jetzt wieder fort. Und ich belege gleich noch eine Pizza mit Pute. Das ist nicht ganz so gehaltvoll. Ein bisschen Curry auch drüber über die Pute, ist auch ganz lecker und Käse. Könnt auch noch ein paar Ananas stücken. Ich hatte ja die Tage mal Hawaii-Toast gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch da so ein bisschen Anregung geben, aber es gibt ja so viele Varianten, die man machen kann. Ich zeige euch gleich noch, wie ich da fummel und dieses
Pizza wieder rausbekomme, muss man halt vorher schon mal so ein bisschen überlegen, wie, wo, was. Dass die tiefgefrorene kann ich da besser reinpacken, weil die halt hartgefroren ist. Aber das kriegen wir auch noch hin. Gut, dann hole ich euch dazu, wenn es gebingelt hat. Es hat gepiepst, die 5 Minuten sind um und ich bin schon ganz gespannt. Ich hole schon mal einen Teller. Und ich muss mir überlegen, wie wir sie gleich rausbekommen. Wir gucken erstmal, wie sie geworden ist. Ah, na, wenn das nicht gut aussieht. Also ich finde, sieht klasse aus. Super geworden. Jetzt müssen wir sie nur noch rausbekommen. Und ja, dann machen wir das. Ich glaube, ich nehme noch mal eine Gabel dazu. Eine Gabel. Und hier mein Rausheber. Muss ich mal gucken, wie fest sie ist. Ich glaube, ups. Tata. Das ist aber fest. Der Boden ist fest. Ich werde gleich noch eine neue belegen, die ich schon fertig gemacht habe. Aber das sieht doch klasse aus. Schneid gleich ein Stück ab und wir kosten dann mal, damit wir mal sagen können, ob es auch schmeckt. Heißt, ich esse euch wieder einen vor. Machen wir das mal hier. Das wird jetzt heiß sein, aber das sieht gut aus. Könnt ihr das sehen? Okay, probier mal. Pusten. Ich muss kurz aufkauen. Lecker. Es geht doch nichts über eine selbstgemachte Pizza. Lecker, lecker, lecker. Lecker, lecker, lecker. Ich zeige euch gleich noch, wie ich eine andere belege mit ein bisschen Pute und hole euch gleich nochmal dazu. Ich stelle es nur kurz zur Seite. Mein Mann wartet schon in der Warteschleife. Die kriegt er jetzt. Bis gleich. Ich habe den nächsten Boden mal wieder vorgegart. Heißt 2 Minuten bei 180 Grad. Der ist ein bisschen aufgegangen, ein bisschen ausgebläht aus, aber der legt sich gleich wieder. Denn wir machen wieder unsere Tomatensauce drauf, die selbstgemachte. Oh. Kann ich eigentlich gleich auch mein Pinselchen zu holen? Oh. Mein Pinselchen. Dann wollte ich ein bisschen Curry dazu tun, weil ich mache Pute. Ganz ein bisschen Curry, damit ich die Soße nicht so viel mit Curry machen muss. Und nochmal extra ein bisschen Kurkuma. Ihr wisst ja, ich mache gern viel mit Kurkuma. Habe ich 2 Putenscheiben Aufschnitt. Die kann ich zerstückeln. Die kann ich aber auch so, wie ich es jetzt hier mache, im Ganzen drauflegen. Und ein bisschen Frischkäse nehme ich jetzt noch dazu. Ein bisschen Frischkäse und macht da immer mal so kleine Häufchen, na, nicht daneben, kleine Häufchen Frischkäse drauf. So auch nach Gutdünken, wie es uns gefällt.
Pizza. Ich glaube, das reicht so. Ein bisschen Kräuter der Provence. Man kann natürlich alle Kräuter schön verschnippeln, dass man die ganz frisch da hat. Habe ich momentan leider nicht, weil wir so einen Winter haben. Zumindest habe ich nicht die ganzen Sorten. Also nehme ich das dann getrocknet. Und jetzt kommt natürlich wieder ein bisschen Käsehaube drüber. Käse ist immer gut. Ich habe auch noch einen dritten Boden geschafft, daraus zu bekommen. Aber ich muss euch ja jetzt nicht alles zeigen, wie viel wir noch machen. Auf jeden Fall aus diesem Teig sind drei schöne Pizzen raus entstanden. Und das ist jetzt nochmal eine andere Variante. Wieder rein, wieder 5 Minuten bei 180 Grad. Und belegen könnt ihr das ja, wie gesagt, ganz nach euren Gelüsten. Okay, bis sie fertig ist, lasse ich euch nochmal kurz abtauchen. Hol euch dazu, wenn sie fertig ist. Und gucke, dass ich jetzt von der Pizza auch ein Stück abkriege. Bis gleich. Und es hat gepiept. Unsere Putenpizza mit Frischkäse ist fertig. Und wir schauen mal drauf. Na, das sieht gut aus. Gucken wir, dass wir es jetzt irgendwie wieder rausbekommen. Das ist immer Trick 17 hier bei uns. Schon geht alles. So, unsere Putenpizza. Lecker, lecker, lecker. Duftet, riecht lecker. Und ich wünsche euch einen guten Appetit beim Nachkochen. Habt Spaß dran. Ich mache noch mal ein Video, wo ich Tiefkühlpizza eigentlich einfach nur so reinpacke, anstelle. Dass ihr schauen könnt, wie ich das mache. Aber das ist ja, erklärt sich eigentlich von selbst. Aber vielleicht schaut ihr da auch rein oder auf meine anderen Videos. Vielleicht lasst ihr einen Kommentar drunter, so wie Dagmar und Claudia, die sich nun Pizza gewünscht hatten. Ich grüße euch ganz lieb. Schön, dass ihr guckt und dass es euch gefällt. Ich wünsche euch allen einen riesen tollen Tag. Habt Spaß, macht es euch schön und esst Pizza. Tschüss, eure Heißluftfee.